Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Nun, jetzt kommt das Naruto DLC. Und ich weiß, ich bin spät dran. Ich weiß. Und ich kann es mir auch vorstellen, dass diese Videos gar nicht wirklich angeguckt werden. Aber sieht es. Ich habe Storm 4 geletzplayt, also muss das natürlich auch mit dabei sein. Komme, was wolle. Da geht gar nichts. Ich habe es jetzt schon mal versucht aufzunehmen, es ist mir zweimal abgekackt, ich weiß nicht wieso, also Naruto geht mir gerade richtig auf den Sack zum Aufnehmen. Ich wollte eigentlich auch schon einen Online-Part machen, schon vor ein paar Wochen, immer bei Naruto spackt's ab. Keine Ahnung wieso. Ey, Digimon geht ohne Probleme, Kingdom Hearts geht ohne Probleme, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich muss mir einen neuen Laptop holen vielleicht, liegt's doch an meinem Laptop. Dass wenn ein Spiel kommt mit zu viel Bilder in der Sekunde oder beziehungsweise zu hohe Grafik, dass es dann abkackt. Oder so, ich habe keine Ahnung. Egal, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit Naruto, Boruto. Die meisten von euch haben es wahrscheinlich durch, so wie ich mitbekommen habe, ist es echt nicht lang. Habe ich mir aber auch schon gedacht. Und ich will euch gleich vorweg sagen, ich finde den Film okay, Boruto, the movie. Ich mag nur Boruto, den Charakter selbst nicht. Recorded within is a story that has yet to reach its ending. If you wish to see its finale, then you must unseal it with your own two hands. There was once a battle. There was once a parting. And there was once a reunion. Reunions are paths to the future. Walked by the new buds who yearn for it. These buds slowly reach up toward the sun. And so, a new ninja is born. So, jetzt kämpfen wir mit dem neuen Sasuke. Wie, ich hab den nicht getroffen. Von wegen, ich hab ihn getroffen gehabt. So ein Arschloch. Das ist mein Chidori. Wie konnte ich den jetzt wieder nicht getroffen haben? Okay, was macht er jetzt? Er ist ganz schön lahmarschig. Okay. Wenn der so ein offenes Ziel gibt, ja mal ohne Witz. Ich meine, der, das ist wie bei Son Goku gegen Rikom, wenn der sich da so eine Stelle lässt, um anzugreifen, dann greife ich natürlich zu.
Ah, das war's schon. Hat er den Zwerg genannt? Sasuke ist normal groß. Du bist nur so ein Fettsack. Ein Riesenfettsack halt. You let your guard down, Kintsugi. Forgive me. I'll finish him off at once. Ja, das war der erste Kampf von der Boruto-Geschichte. Wir haben natürlich einen Rang S, so soll es auch sein. Wie gesagt, ich fand den Film cool. Ich mag auch Sarada irgendwie. Die geht mindestens. Mitsuki ist okay. Außer sein Hokage-Gelaber, das nervt tierisch. Das werdet ihr auch merken noch. Und Bruto ist leider für mich übelst der Jammerlappen. Nur am Jammern, dann cheatet er auch noch. Boah. So eine richtige Heulsuse. Mein Vater gibt mir nicht so viel Zeit für mich. Entwickelt von CyberConnect 12. Produziert von Bandai Namco Entertainment. Road to Boruto. Wird aber nicht der Titel angezeigt. Ihr könnt ja mal eure Meinung schreiben, die wir so schon durch haben. Aber nicht spoilern. Wobei ich voll das Glaube, spoilern könnt ihr eh nicht. Ich hab den Film gesehen. I need to go find Sarada. They find out I was late because I was playing a game. I'll get yelled at again. I think we were supposed to meet at Hidden Leaf Gate. Or maybe I was supposed to go to the survival training field. Guess I'll just have to go and see. Okay. Jojo, Konoha. Das neue Konoha, gell? Sieht man da überhaupt was Neues? Ja, ein bisschen. Ah, ich dachte gerade, das wäre Temari, aber das ist, glaube ich, die Tochter. Oder nee, das ist Temari. Shikadai. Shikadai. Solltest du nicht trainieren? Die Schulprüfung steht unmittelbar vor der Tür, oder? Nee, das ist viel zu mühsam. Sag doch sowas nicht. Wenn ich unbedingt muss, dann werde ich halt trainieren. Schließlich möchte ich nicht, dass du wütend wirst. Das ist kein Grund, aus dem du trainieren solltest. Komm schon, du erinnerst mich in allen schlechten Dingen an jemanden. Ja, wie der Vater, so der Sohn, hä? Aber richtig krass. Und sonst sehe ich keine bekannte Gesichter, alles nur so 0850 NPCs. War da unser Stalker? Oh, da ist unser Stalker. Shino. Sogar hier tust du immer noch die ganze Zeit auftauchen. Und du kriegst immer noch nicht die Aufmerksamkeit von mir. Denn du kannst mich mal kreuzweise. Okay.
Normalerweise bin ich ja nicht der Typ, der eigentlich sehr kurze Parts macht. Aber ausnahmsweise mache ich das, weil ich keinen Bock mehr habe, wenn die Aufnahme schon wieder verkackt ist, dass ich das nochmal mache. Also ich habe jetzt jedes Mal bis zum dritten Kampf aufgenommen und jedes Mal war die Aufnahme für die Katze und ich muss es wiederholen und wiederholen und wiederholen. Und dieses Intro kann ich nicht mehr sehen. Deswegen ausnahmsweise machen wir jetzt hier einen Cut. Dafür kommen, ich klatsche sowieso, also wenn jetzt alles klappt, klatsche ich sowieso jeden Part hinterher. Also ich denke nicht, dass es da viel Gemecker geben wird diesmal. Ansonsten war es das auf jeden Fall für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.